Wirklich nicht mehr. Ja, und jetzt? Jetzt guckt Ruffy ganz komisch. Er guckt immer komisch. Ja. Was macht ihr da? Er sieht aus, als ob ihr küssen würdet. Ach, ich. Ihr seid eklig, wisst ihr das? Wir sind alle eklig. Nein. Vergiss es. Was hat dir das jetzt gebracht? Er wieder eine Abkühlung, wir sind zu heiß für ihn. Gerade meintet ihr doch, ihr seid zu heiß für mich. Das sieht aus wie so, als ob ihr irgendwas so topmodelt oder so. Die neue Mode aus 2016. Ich glaube, ich sollte sagen, dass ich schon seit einer Minute aufnehme, oder? Oh, ach so, echt? Ja. So. Ihr habt ja mittlerweile mitbekommen, wer da ist. Und das ist übrigens das erste und einzige Mal, dass man auf meinem Kanal Minecraft sieht. Spiel mal Minecraft. Scheiß auf Dragon Ball. Ja, ich spiele auch gerade Minecraft, also was willst du? Ja, dieses Video ist eigentlich nur weil Jahresende und so. Wir haben jetzt den 30.12. Wenn das Video hochkommt, ist der, ich glaube, 1.1. 0 Uhr. Ja, kann gut sein. Und dann ist es nur ja und so und so. Yay. Wir haben uns Mühe gemacht. Wir haben auch eine eigene Wäldchen in der Wii U-Version und. Ja, ihr seht ja, wir haben uns einen eigenen Dschungel hier gebaut. Ganz alleine. Mhm. Ohne Creative Mode und dass ich jetzt schwebe, ist auch nicht gecheatet oder so. Er hat Flügel, der hat Red Bull getrunken. Auf jeden Fall, führ mal voran. Es ist ja deine Welt. Oh. Nur weil ich der Weltenersteller bin. Ja. Ist nicht mein Problem. Boah, Ruffy, hör auf, in mir drin zu stehen. Ja. Oh Gott, was macht ihr da hinter mir? Nichts Mutziges. Das willst du nicht wissen. Nein. Erstmal gucken, wo wir hier durchkommen. Wir hätten das vielleicht vorher austesten sollen. Das ist die. Wow, Ruffy, raus aus mir. Okay, das klingt falsch. Keanu. Also ich bin weitergekommen, ich weiß nicht, was ihr macht, aber. Was ist das da? Ein Schwein? Ja, das ist ein Schwein. Da hängt ein Schwein im Baum. Weg da, Schwein, du bist im Weg. Ups. Alter, Keanu. Ja, genau. Stecken sie alle fest. Ihr seid wirklich so intelligent, ey. Endlich. Jetzt geschafft, sehr schön. Meine Güte. Du hier nicht zu viel abholst. So. Geht mal vor. Wir wollen ja nicht zu viel zeigen direkt. Deshalb guck erstmal. Okay. Okay, wo fangen wir an? Wo wir am besten lang gehen können. Okay, wir bahnen uns hier erstmal einen Weg nach unten. Bin vom Baum gefallen. Wie ein Apfel, ha? Ja. Bums. So, ich würde sagen, Ruffy führt jetzt hier weiter, weil wir hier in Ruffys Gebiet sind. Echt? Genau. Wir sind in seinem Territorium. Ach, sein Terrarium. Jo, sind wir. Also dann, ja. Das ist, langweilig. So, ich stell mich mal hier irgendwie so hin. Ups. So, das ist, mein Haus. Mein Haus mit integriertem Baumhaus. Das ich da? Oben? Genau, also das ist dann zwei Bäume, die verbunden sind mit meinem Haus. Das war ursprünglich mein Gefängnisblock. Ja, ich hatte natürlich Schiff, also ich muss dazu sagen, ich habe keine Erfahrung mit Minecraft.
Ich hab noch nie gespielt. Wieso schwebt ihr? Ich finde, wir sollten laufen. Damit das Ganze viel... Ich laufe in der Luft, siehst du das nicht? Komm auf den Boden der Tatsachen. Komm auf den Boden der Tatsachen. Och man. Ich wollte mir jetzt einen Boden in die Luft bauen, aber das wäre... So, Ruffy, dann führ uns mal so rum. Jo, kommt da rein. So, nicht ganz fertig, aber... Jetzt schon mal so, dass wir dann den Eingangsbereich hier. Ich finde es sehr schön, dass du so einen Creeper-Fan bist. Ja, ne, ich mag Creeper. Ich weiß Danke. Auch nicht. Gesundheit. Es ist übrigens gerade 12 vor 1. Ja, wie man sieht, hier 12 vor 1. Pünktlich hier. So, direkt hier nebenan ist meine Küche. Wow. Und da ist mein Hund Fluffy, der. Der die Wand anstarrt. Genau. Sag mal hallo. Sag hallo. Wieso sitzt er in seinem Wassertippen? Das weiß ich nicht. Vielleicht wird er baden oder so. Ich hab ihn doch reingeschubst. Okay. So, keine Küche, aber sieht schön aus. So, mehr oder weniger. Mit Waschmaschine und Ofen. Ebenfalls 12 vor 1 Uhr. Das ist das Gute an dem Texture-Pack, wo wir hier genommen haben. Mhm. Hier ist eine ganze Küchenausrichtung hier. Die Mikrowelle ist ein bisschen komplizierter, muss man sich immer nicht hochstrecken. Und wenn man Pech hat, fällt einem die Suppe auf den Kopf. Dumm. So, okay, führen wir mal weiter. So. Weiter geht's. Ich bin direkt hinter euch. So, das ist der Wohnzimmer. Auch noch nicht fertig. Ah. Mit einem schönen U-Sessel mit einem kleinen Tisch. Ausblick nach draußen im Dschungel. Wie kannst du das hier vergessen, das Derby-Schaf? Und ich habe das Derby-Schaf hier, genau hier. Direkt hier als Gemälde hier, ganz groß. Derby-Schaf unter Wasser. Und hier, nicht wundern, das ist ein Baumstamm von des einen Baum. Ich kenne sogar Mit Cocktailbar drin. Eine Cocktailbar drin, genau. Du kannst es einfach einen Cocktail ausmixen. So, gehen wir eine Treppe hoch. Was für eine Cocktailbar? Ich habe da gar keine gesehen. Ja, hier. Ach da, ach, du hast die Bilder von der Seite weggenommen. Ach so, okay. Hier so einen fetten Fernseher. Ja, natürlich. Surround-Anlage bis zum geht nicht mehr. Ja. Muss auch mal sein hier. So, das wird meine Loge. Ach, hast den Kamin wieder verändert. Ja, das war ein bisschen übertrieben mit Diamanten und Smaragd und so. Ein bisschen viel. Protz? Ach nee, wird geklaut hier von den Creepern und so. Jedenfalls haben wir ordentlich was aus dieser Bude gemacht. Das war ein einziger Gefängnisblock. Das stimmt, also. Ich hatte stell euch das ganze hier. Haus einfach mal ohne dieses ganze Zeugs vor, nur mit diesen roten Pflastersteinen hier. Ja, das sah auf jeden Fall schrecklich aus. Ja. Ein paar ordentliche Fenster reingeklatscht und mit mehreren Elementen gearbeitet. Sieht das Ganze doch viel schöner aus. Ja. Das wird hier mein Schlafzimmer. Ihr wollt gar nicht wissen, was in diesen Betten schon alles passiert ist. Sehr gruselig, vier Jahreszeiten und daneben die Köpfe. Ja. So, Ruffy, dein Einrichtungsgeschmack lässt etwas zu wünschen übrig. Das ist meine Veranda oder Balkon, was auch immer. Auch einen schönen Blick zum Dschungel. Mit Goldgeländer. Mit Goldgeländer, natürlich. Ist hier so ein Protzkamin, will er nicht haben, aber Goldgeländer. Das war deine Idee. So, und jetzt kommt das, was ich sehr geil finde. Und zwar Übergang hier. Ich lauf so gern da durch. Sieht einfach so geil aus. Hui! Ruffy. Ja, geh aus meinem Boden Gesicht raus. Der Boden ist noch nicht ganz einheitlich. Ja, das kommt alles noch. Das ist noch die Beta-Version. Nee, die Beta war schon. Delta, so. Die Delta-Version. Boah, dieses Bild. Wieder so ein geiler Glasweg. Mhm. Jo. Das ist so chillig hier. So, Ruffy sein Baumhaus gefällt mir. Das ist schön. Ja, und hier kann man, wenn man den Weg nicht zurückgehen möchte, den kompletten Weg, kann man hier einfach die Leiter runtergehen, hier diesen. Und dann auf dem Dach hier landen.
Stück. Ja. Wieso nicht? Hat doch was. Das war Ruffys kleine Wohnung. Kleines Baum im Haus. Habe ich mir die Mühe gemacht und hier noch einen Weg lang gebaut. Verbindung zu meinem Haus und zur Allee. Und das hier ist mein Haus. Mit unserem kleinen Snowy 2. Geronimo! Snowy 1 ist erstmal baden gegangen oder verschwunden, wie auch immer. Snowy 2 lebt jetzt hier. Mein Zuckerrohr, mein Blumenbeet und mein Pool. Geronimo! Ja, mit dem Endsmash so gern spielt. Ich mag meinen Pool. Der hat was. Mein Hund mag den Pool auch. Ja, der, immer wenn er zu Besuch ist, will er lieber hier rein. Wer erkennt den Pokéball? Ich nicht. Auf jeden Fall das ist ein Pokéball? Ja, auf jeden Fall geht's hier rein und man wird hier vom Creeper-Gesichter und meinem kleinen Hund Lucky begrüßt. Hallo, du Derpy-Köter. Lucky. Hier haben wir mein Schlafzimmer mit dem letzten Schrei. Das Teil hat mich so erschreckt, weil ich so nah daran stand und auf einmal boof, kam das Bild. Hab ich losgeschrien, ey. Da wacht man doch gerne auf. Und dann geht es hier hoch in das nächste Stockwerk. Da haben wir hier eine kleine Bücherei. Immer noch 12:01 mit dem kleinen Tresor. Das Passwort kennt keiner, nicht mal ich. Meine kleine Mini-Küche, da muss ich noch ein bisschen was machen. Und meine kleine Disco. Eine Mini-Küche, aber so ein Fernseher. Mhm. Und meine Ausschenke. Disco. Hier kann man ein bisschen Disco machen. Aber mein Haus hat das schärfste Gimmick von allen. Das gucken wir uns gleich an. Jetzt haben wir erstmal die Terrasse. Und einen kleinen Augenanblick auf einen Berg und auf Ruffys Haus. Wie hast du gemeint, das wäre ein prima Einfamilienhaus? Habe ich sowas mal gesagt? Oder generell ein Familienhaus, wo auch kleine Kinder wohnen können? Keine Ahnung. So, hier haben wir auch ein kleines Lager. Hier kann man sich dann alle möglichen Sachen holen, gekennzeichnet durch die Bilderrahmen und was da halt rausguckt. Und dann kommen wir gleich zu dem, was Insmatch immer wieder erschreckt. Ja, weil das ein Familienhaus ist. Na, jetzt. Da, das Tor zur Hölle. Ja. Ein super Haus. Super Veranda, hat einen Pool, eine Bücherei, eine eigene Disco und ein Tor zur Hölle. Und darin, da will doch jeder das Haus haben. Und darin haben wir Ruffys Hund einmal verloren. Ja, das habe ich mal begraben. Gott. So, was es mit dem Ding auf sich hat, dazu kommen wir später. Was das hier für ein Teil ist, weiß ich nicht. Ich habe es aber einfach mal gebaut. Das ist ein Kunstwerk. Das ist Kunst. Es ist irgendwas. So, jetzt kommen wir zur Allee. Woher das Wasser kommt, ist auch gruselig von dem Gebäude. Ach, dem Gebäude, von dem Kunstwerk. So, erzähl mal was zu deiner Allee. Die Allee war ja ursprünglich meine Idee, aber der Kayanu hat mir geholfen, das hier umzusetzen. Ich wollte einfach so eine schöne, einen grünen Fleck quasi haben, der uns miteinander verbindet. Und da haben wir uns gedacht, hier aus den Aquädukten kann ja auch Wasser rauskommen. Das haben wir dann mit Diamant und Lapislazuli-Steinen schön bearbeitet. Bestückt. Bestückt, genau. Hier noch so einen schönen Quarzrand, Quarzblockrand. Das ist alles ein bisschen edel, aber auch nicht zu edel aussieht. Ja, ein Haufen Diamanten hier, nicht zu edel. Hm, ist logisch. Aber es sieht schön aus hier. Aha, vor allem bei Nacht. Das werden wir aber später sehen. Hier gehen wir auch oft mit unseren Hunden, Gassi. Ja. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Arm von Hallo? Ja. Ja, ihr merkt schon, ich bin der Bauer hier in unserer Welt. Na? Alter! Erzähl was über deine Sachen. Ich habe mir hier eine Farm gebaut, damit wir, wenn wir mal im Überlebensmodus spielen sollten, hier mit allem versorgt sind, was wir brauchen. Weil wir hier die bunten Schafe. Wir auch gleich mal bunte Wolle haben. Machen wir gleich weiter mit den Tierchen. Hier sind die Schweine.
Kühe. Noch ein paar Esel und Maultiere. Und hier. Das schönste Gehege. Zuchtgehege. Ja, so genau. Die. Also, wenn wir mal ein Schwein schlachten sollten, dass ich gleich eins nachzüchten kann. Hm. Hier noch einzelne Felder. Kornfelder, Kürbisfelder, Melonenfelder. Eins von diesen Feldern habe ich mal versehentlich kaputt gemacht. Da bin ich auf einer Frucht drauf gelandet und zermatscht. Ja. Kartoffeln, Mohrrüben. Ja, Kakaobohnen haben wir auch noch. Wir sind wirklich gut versorgt hier. Und hier das Schlachthaus. Keanu hat auf ein ganz bestimmtes Detail Anspruch genommen, beziehungsweise er hat sich gewünscht, Blutflecken. Sieht ein bisschen aus wie Hakenkreuze, ne? Moment, nein. Nein. So geht das nicht. Jetzt, wo du sagst, stimmt irgendwie. Oh mein Gott! Da musst du dir ob was anderes einfallen lassen. Ich ob uns Minecraft etwas damit sagen will? Ich hoffe es nicht. Jedenfalls war das hier mein Schlachthaus. Wenn schön. Mal unschuldige Schweinchen geschlachtet werden sollen. Schön, schön. Da hinten kommt was ganz, ganz Wichtiges. Ja, ihr habt ja gesehen, bei Keanu wohnt Snowy 2 und ihr habt euch bestimmt gefragt, ja, was ist mit Snowy 1 passiert? Das ist mit Snowy 1 passiert. Er ist irgendwo in die Welt hinausgewandert, wir wissen nicht, ob er noch lebt oder nicht, deshalb haben wir einfach Rest in Peace Snowy. Wir haben ihn am ersten Tag auf die Welt losgelassen und nein. Ja, Keanu wollte, dass wir ein Denkmal setzen und ich hab's wieder umgesetzt. Schön mit einem leuchtenden Kürbiskopf. Snowy ist auf jeden Fall in die Richtung irgendwo abgewandert. Ja. Er hat ja normalerweise so eine Schneespur hinter sich gezogen, aber irgendwann ist ihm der Schnee ausgegangen. Naja. Irgendwo unter Wasser, irgendwo wandert er um sich her. Da ist der fette Leuchtturm, aber da kommen wir später noch zu. Und dein Haus. Ja. Zuckerrohr haben wir auch noch hier genug. So, und das war jetzt eigentlich. Das waren die Felder. Jetzt gehen wir zu meinem Haus. Was gar nicht protzig ist. Auf dieser Map könnt ihr übrigens nur spielen, wenn Endsmash online ist. Ja, das ist so ein bisschen das Doofe daran, aber naja. Mein Pferd. Da wollte ich noch das Gehege vergrößern, aber bin ich noch nicht zugekommen. Ich taufe dieses Pferd auf den Namen Pferd. So. Yeah. Hier mein Trinkwasserbrunnen. Sehr schön. Ich hab gewusst, ich hab so gewusst, dass er jetzt noch da reinspringen muss. Mein bescheidener Garten. Was war das schon wieder? Was? Ich hab so einen Boom gehört. Wir werden beschossen hier. Nein, ach, Spaß, war das schon wieder. Haben schon wieder Leute Böller in Gulli geworfen? Ja, wahrscheinlich. Kann man sich schön hinsetzen. Ein bisschen plaudern. Schön noch einen Baum daneben hingepflanzt. Und natürlich muss der wieder mal im Gartenteich rumschwimmen gehen. Nein, ich wollte eigentlich die Katze beobachten. Ja, Ruffy kann sich nicht zurückhalten. Nein, das muss jetzt sein. Ja, dann gehen wir mal ins Haus rein. Ey, wieso gehst du in mein Haus zuerst rein? Weil du nicht schnell genug warst. Man. Das erste Mal, als ich hier zu Besuch war, habe ich versehentlich den Hund verprügelt. Ja. Und jedenfalls ist das hier meine erste Etage. Und ich habe meine schöne Küche. Und ich habe haufenweise Blöcke kaputt gemacht. Ja. Mit beleuchtetem Boden. Und allem ausgestattet, was so eine Küche braucht. Bei ihm ebenfalls. Sie muss dann ebenfalls Angst haben, dass die Suppe von oben runterkommt. Ja, aber wenigstens habe ich eine Abzugshaube. Und viele Kochbücher. You. Stop. So heißen übrigens meine Tiere, Rex und Mandy. Lass meine Katze in Ruhe! Mann!
Hier ist quasi der Essbereich. Direkt neben der Küche. Mit einem schönen Ausblick auf den Garten. Einen schönen Kuchen. Ja. Soll ich vielleicht erwähnen, dass in meinem Haus überall zu Men's Match Aussicht hat? Hier noch eine schöne Lesecke, meinen ganzen Mangas drin. Ein kleines Kartenzockzimmer mit Creeper-Bild. Und ein Blick auf die Enten. Auf die Enten bin ich noch gar nicht eingegangen. Die haben Eier gelegt. Quack. Irgendeine dieser sind ja eigentlich Hühner. Irgendeine dieser Hühnerenten gehört auch mir. Ja, wie gesagt, das sind eigentlich Hühner, aber wegen dem Texture-Pack sind daraus Enten geworden. Hier mein fetter Fernseher. Yeah. Hier das Plumpsklo. Das soll eigentlich ein Zugang zum Keller werden, aber da habe ich noch nicht dran gearbeitet. Das zeigst Plumpsklo. Du zeigst uns, auch nur Plumpsklo. Du zeigst uns nur Unfertiges, kann das sein? Nein. Wie der schon vorausgeht, der hier Junge. Hier ist auch nichts, hier ist auch nur einen kleinen Pool. Was heißt hier nur? Wer hat schon einen Pool in seinem Haus? Dann meiner ist sonst ist größer. Das kommt nicht auf die Größe an. sind wir noch bei Minecraft? Hier auch noch eine schöne Sitzgelegenheit. Hier ist ein. Alter, ich erzähle hier zu den einzelnen Punkten und du haust ab? Ja, weil du zu langsam bist. Ach, du Stinker. Du solltest der Kamera folgen. In meinem Schlafzimmer hat er ja schon reingeguckt. Mit Tresor drin. Mit Ausblick auf die Felder. Na, natürlich. Hier soll noch so eine Minibar hin. In dieser Ecke. Ah ja. Das wäre dann quasi die Erholungsetage. Hier noch auf meinem Balkon. Mein mit Pflanzen bedachter Balkon. Mit schönen Liegen. Tollen Ausblick auf das Meer und den Leuchtturm. Yay. So, eine Etage fehlt noch. Eine Etage habe ich noch. Eine Etage habe ich noch. Gruselig. Das ist der Dachboden. Da weiß ich noch nicht genau, was ich damit mache. Vielleicht irgendwie so als Abstellkammer benutzen. Und da gibt's meinen Turm rauf. Ja, ich habe einen Turm auf meinem Dach. Auch so ein eigener kleiner Leuchtturm, könnte man sagen. Über den bin ich vorher gekommen. Eine schöne Aussicht hat man hier auf jeden Fall. Kleiner Funfact, dieses Haus ist das Haus, was ich am meisten kaputt gemacht habe. Ja, er hat mir immer die Türen rausgerissen. Versehen. Und durch die Fenster. So, was zeigen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen zu meinem komischen Teil da im Himmel hoch, oder? Achso. Wir zeigen die Achterbahn. Ja, das ist auch noch nicht so ganz fertig. Da habe ich auch noch keine Ahnung, was ich mit anderen Wegen machen will. Aber die Achterbahn ist fertig. Dumm ist halt nur, dass das Teil einen ganz schönen Schatten wirft. Ja, das war irgendwie nicht so gut. Das war geplant. Das haben wir nicht bedacht. Und wieso fehlt hier ein Steinblock? Wer hat hier wieder was rausgerissen? Ich weiß nicht. Ruffy? Ich weiß auch nicht. Vielleicht aus Versehen oder so, aber ich habe ihn mitbekommen. Stimmt wieder Keanu. Nein, ich habe diesmal nichts gemacht. Naja, jedenfalls war das mein Haus. Und da muss ich irgendwie noch einen Aufweg bauen. Wie wär's mit so einem Nether-Portal irgendwie? Wie soll das denn gehen? Dass man von hier von unten da ein Portal gehen muss, dann ist man im Nether und im Nether muss ein anderes Portal gehen. Ja, aber dann muss dann ich hier raus. Aber dann muss ich die Stelle erst finden. Das weißt du schon, oder? Ach, wir nehmen eine Karte. Auf jeden Fall ist das ganz schön hoch, wie man sehen kann. Ja.
das extra alles ein bisschen mit Moos, Erde und verwelkten Sträuchern gemacht, dass es so etwas älter wirkt. Spinnennetzen. So. Ja, da verfange ich mal gern. Und hier sind noch zwei weitere Wege, aber da weiß ich noch nicht genau, was ich machen will damit. Da können die beiden Piano, sich auch Piano, vielleicht irgendwas... Piano, hallo. Tschüss. Da können die den beiden sich auch irgendwas einfallen lassen. Hui. Hier geht's hoch zu meinem ersten Wannabe-Mini-Tempel, den ich gemacht habe. Ja. Was sehr stylisch aussieht. Aber ich finde es dumm, dass das Efeu immer wieder so dumm nachwächst. Da weiß ich auch noch nicht, was ich ganz machen will. Du hast doch ein Easter Egg hier versteckt. Ja, und ich bin mal gespannt, ob man es irgendwie auf einmal findet. Ich bleibe einfach mal ein bisschen. Ich wette, man wird es im Video nicht finden. Nein, nicht, wenn ich hab's ja auch nicht gefunden. Nicht, wenn ich definitiv nicht drauf gucke. Aber bei der Belichtung ist es nämlich fast gar nicht zu sehen. Ja. Nur von einem bestimmten Winkel aus. Naja, ich zeig's euch. Man muss nach hier oben schweben und dann direkt runter gucken und schwupps, was sieht man da? Es fängt mit Try an und hört mit Force auf. Und hat mit Zelda zu tun. So sieht man es vielleicht sogar noch deutlicher. Das ist ein kleines Easter Egg, was ich mir hab einfallen lassen. Auf jeden Fall muss ich das mit dem Efeu noch ändern. Das ist ein bisschen viel. Und ich find's dumm, dass es immer so blöde nachwächst. So blöde Art. Das ist eigentlich ganz in Ordnung hier, wie das so aussieht. Naja. Was man dank dem Efeu nicht so ganz sieht, ist, dass ich's genau andersrum gemacht habe. Moment, hier habe ich das so gelassen, okay. Dass auf jeden Fall hier diese Steine sind und auf der anderen geht es auf einmal mit diesen Moossteinen weiter. Das sieht man durch das Efeu nicht so wirklich. Ja, dann geht es auf jeden Fall hier noch weiter, einen kleinen Gang. Das hat so einen richtigen, wie soll ich denn sagen, wie so ein Indiana Jones Flair. Ja, ein bisschen, ne? Auf jeden Fall habe ich darauf geachtet, dass die Decke so eine coole hat und hier an den Wänden auch, dass es nicht alles so plastisch aussieht. Und dann kommt man hier zum Hochgang. Zum Hochgang? Und dann kann man hier mit einer Achterbahn runtersausen, die man hier in den Kisten findet. Dann soll ich das mal demonstrieren und du zeigst das so, wie ich hier losfahre? Kannst du machen. Schnapp ich mir mal eine Lore. Einfach draufsetzen, dann umdrehen. Rein und push the button. Ein Knopf. Tschüss! Wee. Und da fährt er. Naja, jetzt sieht man ihn nicht mehr. Ruffy, du als nächstes. Wohin? Also wir haben noch den Leuchtturm da. Da reinsetzen, Achterbahn fahren. Moment. Muss ich ja L2 drücken, war das, ne? Mhm. Genau. Juhu. Jetzt fährt der nächste. Und dann komm auch noch ich. Oder auch nicht, da kommt jetzt eine leere Lore an, Vorsicht. Ah. So, und dann drückt man nur noch hier diesen Knopf und... Juhu. Das Ding geht richtig schnell. Das sah so stylisch aus, wie du da unten, wie du da oben runtergefallen bist. Wow. Toll, jetzt stecke ich hier fest. Du musst den rechten Stick reindrücken. Platsch. Ah, okay. Und jetzt sieht man auch, was ich hier mit dem Pool gemacht habe. Man kommt nämlich da oben hier runter raus. Ein schöner Landepunkt. Mhm. Ich will die Lore kaputt machen, danke. So. Dann würde ich sagen. Auf jeden Fall Spaß. Dann würde ich sagen, ab zum Leuchtturm. Da drüben wird übrigens auch noch was. Da drüben wird auch noch was gebaut. Das soll ich nachmachen oder? Später. Ja, könnte. Ich fliege jetzt zum Leuchtturm rüber. Also, mal, wenn wir schon zum Leuchtturm gehen, dann sollte es auch entsprechend Nacht sein. Mhm. Hui. Kann man auch mal mein Feld hier bei Nacht sehen, alles schön beleuchtet. Generell ist hier alles schön beleuchtet. Ajo. Na gut, das Schlachthaus ist ein bisschen im Dunkeln.
Naja, soll ja auch so sein. Ist doch ein Schlachthaus. Ein bisschen Gruseleffekt haben für die Tiere. Auf jeden Fall ist alles schön beleuchtet, wenn wir mal im Überlebensmodus spielen sollten, dass es hier nicht überall gleich Monster spawnen. Dann den Steg müsste ich auch noch beleuchten. Ja, irgendwann noch. Ja, und machen. Hier muss auch noch ein Steg hin auf diese Seite. Genau. Ja, ich habe mir überlegt, ich will ja noch eine Windmühle bauen für unser Brot. Hier vielleicht irgendwo. Dann baue ich dann dort irgendwo einen Steg hin. Okay. Nein, Smash. Jetzt hier mal was für ein Leuchtturm. Hui. Na, jedenfalls diese Insel hier, wo hier lag, hat sich einfach so angeboten, wo ich vorgeschlagen habe, hey, klatschen wir doch einen Leuchtturm da hin. Und wie der Leuchtturm entstanden ist, ich sag's mal so, ich konnte eine Nacht nicht schlafen. Dann habe ich mir hier so die Zeit vertrieben, hab mir einfach mal überlegt, ja, klatsch ich mal den Turm hier hin. Du hast hier noch einen Vorschlag gehabt, hier zu diesem Bereich. Dass man hier noch ein bisschen was runterbaut und dann irgendwie was unter Wasser noch hinklatscht. Da der Leuchtturm hier am Meer liegt, wie man so schön sieht. Und warum sollte man das nicht irgendwie nutzen? So eine Art Unterwassertunnel zu einem Unterwassergebiet hinbauen oder so? Ja. So. Da muss ich noch eine Druckplatte hinmachen, damit die Tür alleine zugeht. So, die Etage hat Ruffy zusammengekleistert. Ja, soll so einen Konferenzraum darstellen. Mit Mini-Fernseher und so Blümchen. Ja, sieht echt gemütlich aus, finde ich. Ich habe auch extra große Fenster hier reingebaut. Erst sollten sie nur so. Sie sollten eigentlich bloß so einen Block hoch sein, aber ich dachte mir, nö, kommt viel zu wenig Licht rein und man möchte ja bestimmt einen schönen Ausguck haben, also gleich nur so 3x3 große Fenster gemacht. So. Hui. Da haben wir die erste Zwischenstation. Ja. Hast du ja auch Blumentöpfe hingestellt. Ja. Ich weiß nicht, ich hab heute irgendwie... Klatscht mir einfach die Tür vor der Nase zu. Mann, ich hab zweimal die Tür vor die Nase zugeschlagen bekommen. Die Wendeltreppe hier hab ich gebaut. Also gut gemacht. Ja. Ja. Den Raum hast du ja auch eingerichtet, Ruffy. Ja, stimmt. So ein, weiß ich nicht. Merkt man ja mit den ganzen Blumentöpfen hier. Leute, wenn ihr in einer Minecraft-Welt seid und ihr seht Blumentöpfe, wisst ihr gleich, aha, der Ruffy war hier. Genau. Ruffy was here. Muss ich irgendwo in der Band kritzen. Ruffy was here. Oh, jetzt sind wir hier jedenfalls auf der Spitze. Mhm. Wo das Leuchtfeuer ist. So schön auf diesen Meterblöcken, weil auf diesen Blöcken brennt Feuer unendlich lange. Ja, schön. Alles schön aus Steine rundherum, nicht dass das Holz irgendwie anfängt zu brennen. Hm. Ja, schlecht. Ja, super Optim. Was? Also gut gemacht. Wolltest du ins Wasser springen? Nein. Bist du runtergefallen? Ja, weil das hier jetzt als Treppen zählt, die kleineren. Da ist er drüber gelaufen, ich wollte noch ein bisschen nach da oben gucken und auf einmal wusch, war ich weg. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Naja. Das war unser Leuchtturm. Das war jetzt so ziemlich alles, bis auf eine Sache. Ja. Ja. Wir haben ja Silvester. Neujahr. Oder Silvester. Ja, soll ich es vorbereiten? Am besten wäre es, wenn ihr zur Allee geht. Okay. Oh. Weil ich glaube nicht, dass man aus der Entfernung hier was erkennt dann. Ne, definitiv nicht. Ui. Kannst du ja noch ein bisschen was erzählen? Ja, so hier ist ein Baum, da ist Erde, da ist ein Grasbüschel, da sind Blumen. Da ist ein Zaun, da sind Fackeln. So, ich... Ach, stimmt ja. Ich muss ja erst noch Raketen irgendwie nachfüllen. Ne. Wir können uns ja hier hinstellen. Zur Not können wir das schneiden. Genau. Ich sehe ja, wie lange das dauert.
Ihr könnt. Okay, 3, 2, 1, go. 1. Yay. Groß neues Jahr. Groß neues Jahr, Leute. Und das Schönste ist, es wird nicht dreckig. Hier wird nichts dreckig. Oh, wo seid ihr eigentlich? Ich bin über deinen Feldern in der Luft. Ich auch. Achso. Und man wird auch nicht zugeraucht, das ist ja nicht laut. Und wir gehen mal ein bisschen weiter vor, damit wir die dritte Station auch noch sehen. Die dritte Station sehen wir hier gar nicht. So. Ah, schön. Jedenfalls hat Keanu mich auf diese Idee gebracht. Kannst ruhig was dazu sagen. Es ist bunt. Naja. Ja, wir haben ein bisschen experimentiert gehabt mit Raketen und da habe ich mir gedacht, ja, als Silvester-Special vielleicht könnten wir das dann machen. Naja, 2015 ist nun vorbei. Wir haben jetzt 2016. Es geht genauso beschissen weiter, wie es aufgehört hat. Mit Minecraft. Nein, natürlich wünschen wir euch alles, alles Gute für das kommende Jahr. Mhm. Ja. Also dieses Jahr, wir haben ja jetzt 2016 dann, wenn das Video rauskommt. Ja. Finde ich schön. Ja. Kleiner Funfact, das ist mein erstes Jahreswechsel-Special-Video. Oh. Ich hab sowas noch nicht gemacht. Ah, warum nicht? Jetzt bin ich ja dabei. Da musst du sowas machen. Boah. Quatsch. Spaß. Spaß. Auch schön, dass eine Feuerwerksexplosion so ein Creeper-Gesicht ist. Ja, welche cool. Sich immer dreht. Ja. Sehr schön. Zeigt nämlich nie in dieselbe Richtung. Mhm. Auch schön, dass jede Rakete seinen eigenen Effekt hat. Wir haben einen Stern oder so einen Glitter-Effekt. Richtig schön. Normale Explosionen. Mhm. Ja. Wollt ihr noch was sagen? Nur der zu. Auf jeden Fall schön. Mhm. Es war eine Heidenarbeit, diese ganzen Redstone-Leitungen zu legen. Die zeigen wir aber nicht. Nein, die zeigen. Wenn ihr selbst nicht sowas haben wollt, tüftelt selber. Und das war's. Ja, das war's. Das war unser kleines Feuerwerk-Special. Hm. Schön. Sagen wir, stellen uns jetzt noch irgendwo zusammen irgendwo hin, vielleicht hier auf der Allee oder so. Oder auf einen erhöhten Punkt, dass wir nochmal alles zeigen können, wie das hier bei Nacht aussieht. So sieht das alles bei Nacht aus. Oh, der Turm ist fast komplett unsichtbar, der Leuchtturm. Aber man sieht ihn noch leuchten. Mhm. Noch wie sein Baumhaus, das sieht so stylisch aus. Hä? Wir wohnen hier aber auch cool. Mhm. Jeder hat so seine eigene Art zu wohnen. Er hat ein Holzhaus, ich ein Steinhaus und er ein Baumhaus. Raffi ist unser Waldmensch. Ja. Ich glaube, es liegt daran, dass ich als Kind ein Baumhaus haben wollte, aber ich habe nichts bekommen. Deswegen habe ich jetzt hier einfach in Minecraft einfach nachbauen. Fertig. Naja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das alles hier zu bauen, mit diesen zwei Vollchaoten hier. Danke. Ich bin auch ein Vollchaot, sonst wäre ich nicht in deiner Community. Bitte. Hast du gerade irgendwas? Ich suche was. Ein Item. Oh nein. Was denn? Jetzt fange ich wieder damit an. Was denn? Ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Und somit würde ich sagen, verschwinden wir einfach mal. Zack. Oh nein.
hab's doch gewusst, ich hab's gewusst, Leute. Ich bin nicht Leute. Ganz unsichtbar, Moment. So. Ah, nein, lass mich in Ruhe. Toll. So, jetzt sind wir verschwunden, bis auf der Creeper-Kopf dort. Oder der Kürbiskopf. Na gut. Ruffy, wo bist du? Ich bin hier. Ich bin da. Ah, Ruffy, da ist er ja. Jetzt ist er weg. Bin er wieder weg. Super. Oh man, wir haben noch echt zu viel Langeweile. Na gut, auf jeden Fall war es das. Das war unser Silvester-Special. Ja, bis dann im neuen Jahr und so weiter. Ciao. Ciao.